Hallöchen zusammen und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh ja, oh ja. Direkt hier vom Institut. Wir müssen nochmal zum Dorf. Wir werden sowieso nochmal zum Dorf gehen, denn dort steht auch unser kleines Traumhäuschen. Aber wir haben wohl auch eine Aufgabe dort vergessen. Eine Aufgabe, die uns dann später nochmal hoch ins Gebirge führen wird. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich habe es nur gesehen, so halbwegs, dass da noch irgendeine Aufgabe wartet. Und dementsprechend wollen wir sie auf jeden Fall nachholen. Was genau das für eine Aufgabe ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es noch eine gibt. Aber trotzdem werden wir uns jetzt zuallererst hier um das Institut kümmern. Das hier angeblich von zwei Shika geleitet wird. Ich bin echt gespannt. Rein da. Eine ältere Dame, ein älterer Herr, aber ich sehe jetzt hier auch im ersten Moment kein schicker Mädchen. Ach, seht mal hier. Perfekt für den Schikerstein. Na hallo. Hurra. Guten Tag. Das hier ist das Atheno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Ja, gerne. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Ihre Ausrüstung. Ich nehme an, Sie sind auf einer Reise? Konnten Sie mit dem Direktor sprechen? Noch nicht. Ich verstehe. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Shika-Technologie, ja? Interessante Brille. Schicker Rucksack. Interessante Klamotten generell. Okay, der Direktor des Instituts. Ich bin gespannt. Sieht ja sehr nett aus. Simon oder Simon. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Ja, ist nicht schlecht. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden konnten. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Hm. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel, ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasismodul, aha. Ein Magnetmodul, oh. Ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und was noch, was noch? Das waren alle Module. Verstehe. Moment mal. Das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht das, die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simon. Und du bist Link, oder? Ja, aber kennst du mich? Impa hat mir alles erzählt. Die sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, Frau Direktorin! Das ist ein waschechter Shika-Stein. Aha, sie ist die Direktorin, ja? Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Atheno-Instituts. Die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung. Hurra! Kachika! Was zum Teufel? Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenz angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Aber Simon... Ja? Kann ich dir weiterhelfen? Ja, der Shika-Stein. Der Shika-Stein ist ein Multifunktionswerkzeug, das die antiken Shika entwickelten. Unsere Vorfahren wollten damit den Frieden im Reich wahren. Auch die einzelnen Module des Shika-Steins haben die Shika erfunden.
Ich bin wirklich froh, dass du ihn jetzt besitzt. Nicht auszudenken, was er in den falschen Händen anrichten könnte. Gibt es sonst noch etwas? Ja, die Antikenforschung. Zur Antikenforschung gehören die Analyse von Dokumenten aus mystischen Zeiten in Hinsicht auf ihren modernen Nutzen. Sie strebt danach, Titanen und Schreine losgelöst von ihren geopolitischen Hintergründen mit heutiger Technologie. Oh, Entschuldigung, das war etwas zu kompliziert, oder? Letzten Endes kann man das alles wie folgt zusammenfassen. Sie suchen nach Wegen, die immer wiederkehrende Verheerung Ganon effektiv zu versiegeln, um das Wissen unserer Vorfahren nutzbar zu machen und zu vertiefen. Gibt es sonst noch etwas? Nee, danke, auf Wiedersehen. Gut, also dann. Ja, sie sehen eben genauso aus von der Kleidung her, also eher zumindest wie die Leute in Kakariko. Hurra! Ha, da bist du baff, was? Nicht Simon ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Ka-Chika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt nicht an mich? Um ehrlich zu sein? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es doch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Um ehrlich zu sagen, nein. Wenn jemand im Schlaf des Lebens fliegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist doch ein... Ach so! Sie meinten die mit einem Kind, aber die sieht doch nicht wie ein Kind aus. Ja, okay, die ist klein, aber ich hätte die jetzt nicht für ein Kind gehalten. Du bist ein Kind? Unverschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstärkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Chica-Steins zu aktivieren. Ja, bitte, natürlich. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du mich denn jetzt so komisch an? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Chica-Stein einfach umsonst für dich reparieren, oder? Naja, ich meine, wenn die Welt untergeht, gehst du mit unter. Also dachte ich eigentlich, dass es selbstverständlich ist, dass es vorweggeht. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale. Leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenbohren holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Zeldas Vermächtnis. Kachika! Kann ich dir helfen? Ja, was ist denn bitte ein Flammenborn? Der Flammenborn befindet sich auf dem Hügel hinter dem Haus von Ritna. Wenn du das Institut verlässt, geh nach links bis zur Klippe und blicke mal durch das Fernglas des Chica-Steins. Halte die Augen nach den blauen Flammen offen, dann findest du den Flammenborn in Hand umdrehen. Sonst noch Fragen? Ja, soll ich irgendwo drauf achten? Auch eine blaue Flamme geht aus, wenn sie nass wird. Das ist wie bei normalem Feuer. Am besten, du zündest auf dem Rückweg die Laternen des Dorfes an. Versuche, steile Stellen zu umgehen. Sonst noch Fragen? Ja, wer bist du überhaupt? Hurra! Kachika! Du meintest nicht meinen Namen? Jetzt sag nicht, es geht um mein Alter. Also hör mal, Link.
Wenn man mit einer holden Maid redet, ist das ein Tabuthema. Also frag nicht, warum ich ab und zu ein bisschen erwachsener rede, als ich aussehe. Ach ja, und mein Tag hoch oben hat dich auch nicht zu interessieren. Sonst noch was? Nee, danke. Um die blaue Flamme vom Flammenborn zu holen, kannst du eine Fackel verwenden. Da am Eingang müsstest du eine finden, meine ich. Du kannst sie gerne haben. Danke. Hurra. Gescheitertes Experiment. Das Tagebuch oben. Nein, kein Blutmond. Oh wei, oh wei. Garnon macht ernst. Ja, ich vermute mal, dass mit dem Feuer dann das da gemeint ist. Okay, das ist dann wahrscheinlich das Zimmer vom Assistenten von Simon, oder? Oh. Ja, das ist wohl eher das von Pura. Nicht schlecht. Puras Tagebuch. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen. Streng geheim. Pura. Erste Seite. Nullter Monat, x-ter Tag. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngen und so unsere Armee stärken können. Mit so einer Armee können wir uns verteidigen, wenn die Verheerung Garnon wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art könnten auf diese Weise verjüngt werden. Nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für zivile Zwecke könnte dieses Modul einen großen Nutzen darstellen. Dreieckmonat, Viereck-Tag. Die Beta-Version des neuen Moduls Jungbrunnen ist fertiggestellt. Ich habe diese Funktion sofort meinem selbst hergestellten Schikastein hinzugefügt. Selbst hergestellter Schikastein. Ich selbst war das erste Testobjekt. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fiebrig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Die Analyse der Ergebnisse des Experiments werden bis morgen warten müssen. Jetzt kommt's. Zweiter Tag nach Einwirkung des Jungbrunnenstrahlen. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Beim Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungbrunneffekt ist tatsächlich eingetreten, nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort weckte ich Simon und ließ mich eingehend untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttest, Elektrokardiogramm, Knochendichte, alles entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, in nur einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngert. Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh nicht als Embryo aufwache. 50 plus 70, weil die 120. Dritter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Beim Aufstehen fühle ich mich voller Energie. So gut habe ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt und geschlafen. Sofort eilte ich zum Spiegel und blickte in ein längst vergessenes Gesicht. Simon untersuchte mich erneut. Die Werte entsprechen heute denen einer 30-jährigen Chica. 30, so jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschungen wieder aufnahm. Damals begann meine Studie zur Erweiterung von Modulen wie dem Chica-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Ich plane, dieses Modul dem Ritter zu geben, wenn er wieder erwacht. Ich bete, dass er damit Garnon besiegen wird, der Prinzessin Zelda verschlungen hat. Was? Ach so, ich verstehe. Okay. Also sie will das Modul weitergeben, alles klar. Ja, Moment nochmal. Sofort eilte ich zum Spiegel, Simon, 30-jährige Chica. So jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschung wieder aufnahm. Damals begann meine Studien zur Erweiterung von Modulen wie dem Chica-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Ich plane, diese Module dem Ritter zu geben, wenn er wieder erwacht. Also diese damals erforschten Module. Okay. Vierter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Die Untersuchung heute Morgen ergab, dass mein Körper auf dem Stand einer 20-jährigen Chica ist. Wie zu erwarten ist, sehe ich wieder so aus wie vor 100 Jahren, als die große Verheerung uns heimsuchte. Garnon.
10.000 Jahre lang war die Welt verschont geblieben, doch vor 100 Jahren entlud sich die angestaute Kraft. Tod und Zerstörung, die Erinnerung schmerzt noch heute, schloss Hyrule Prinzessin Zelda. Wir verloren alles. Nein, nicht alles. Vor 100 Jahren wurde ich gerufen, um die Wunden eines übel zugerichteten jungen Mannes zu versorgen. Dieser Mann hieß Link. Link. Der jüngste Mann, der in Hyrule je zum Leibgardisten ernannt worden war. Ein phänomenaler Schwertkämpfer, der Prinzessin Zelda persönlich als Leibwächter zugestellt wurde. Ich konnte nicht fassen, dass dieser legendäre Ritter von der großen Verheerung so zugerichtet worden war. Das Königshaus von Hyrule und wir, die Gelehrten vom Shika-Stamm, waren seit Äonen schicksalhaft verbunden. Doch ich hatte keine Wahl. Inmitten des Chaos brachten wir Zeldas Shika-Stein und den Ritter zum Schrein des Lebens. Ich versetzte ihn in den nur unzureichenden, erforschten Schlaf des Lebens. Mehr konnte ich nicht tun. Aber genau das hat ausgereicht im Nachhinein. Fünfter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Nach dem Aufstehen stellte ich einen roten Ausschlag in meinem Gesicht fest. Eine eingehende Analyse ergab, dass es sich um gemeine Akne handelte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass mein Körper sich auf den Stand einer etwa 15-Jährigen zurückentwickelt hat. Simon blickt mich zunehmend an, als nehme er mich nicht mehr ernst. Was für ein unprofessionelles Verhalten. Beim Bluttest lässt er mich nicht einmal an die Nadel, als mache er sich Sorgen, dass ich damit umgehen kann. Ich frage mich, ob wir die Experimente in den nächsten Tagen fortsetzen können. Die blaue Flamme in der Feuerschale draußen wird immer schwächer. Ich hoffe, der Leitstein gibt nicht den Geist auf. Sechster Tag. Mein Körper hat sich weiter verjüngt und entspricht jetzt dem eines sechsjährigen Mädchens. Ich bin so klein geworden, dass ich an viele Dinge nicht mehr herankomme. Man hat es echt nicht leicht als Kind. Ich frage mich, wann der Ritter endlich aus dem Schlaf des Lebens aufwachen wird. Wenn er nicht bald wiederkehrt, waren meine Bemühungen, den Shika-Sensor und so weiter zu verbessern, vergeblich. Doch auch wenn er erwacht, können wir uns wirklich sicher sein, dass er seinen Weg hierhin finden wird. Am liebsten würde ich losziehen, um Link aufzuwecken, aber ich kann das Institut nicht in Simons Händen lassen. Im Körper einer Sechsjährigen zu leben, beeinträchtigt meine Arbeit. Ich muss ein Modul entwickeln, das mich altern lässt. Siebter Tag. Die morgendlichen Untersuchungen ergaben die gleichen Werte wie gestern. Ist der Verjüngungsprozess endlich beendet? Darüber hinaus ist mein Alterungsmodul Reifeschub nun in der Beta-Phase. Es sollte durch Bestrahlung des Objektes den Jungbrunneffekt umkehren, das ist zumindest die Theorie. Doch gerade als ich das Modul meinem Shika-Stein hinzufügen wollte, stellte der Leitstein seine Funktion ein. Sofort überprüfte ich die Feuerschale draußen und sah, dass die blaue Flamme verloschen war. Ich schickte Simon zum Flammenbohren, aber aufgrund eines Regenschauers war sein Ausflug nicht von Erfolg gekrönt. Auch ich versuchte mein Glück, aber eines der Mädchen aus dem Dorf entdeckte mich. Ich musste fliehen. Wir müssen uns mit Gaslaternen behelfen und an Forschung ist nicht mehr zu denken. Was sollen wir nur tun? Okay, sie will sich also... Ah, okay, das ist der doppelte Nutze. Wir erhalten die Shika-Stein-Verbesserung und das neue Modul. Und dafür kann sich die gute Pura wieder veraltern, sozusagen. Na gut, aufhören. Seht mal hier. Wächterzeichnungen. Da ist dieses fliegende Ding. Und da ist das Ding, das am Vulkan lang krabbelt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Wie mächtig Ganon sein muss, oder? Dass er diese Macht besitzt. Ist echt verrückt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Ja, die halten uns nicht auf. Da können noch so viele kommen. Ach, Hateno.
Verrostetes Schwert. Okay. So, dann bin ich mal gespannt, ob es funktionieren wird. Ah, und die leuchten sollen wir anzünden. Okay. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, warst du gedacht? Ich habe keine Ahnung. Hat aber geklappt. Sieht aber wunderschön aus, das blaue Licht. Ach, Hateno. Ja, und wir werden natürlich auch das große Gebirge, wie angekündigt, auch noch untersuchen. Keine Sorge. Das große, frostige Gebirge. Nur dazu müssen wir dann einige Tränke bauen, die uns dann eben Kälteresistenz verschaffen. Hey, hallo. Rodante. Ah, diese blaue Flamme. Ich weiß ja nicht, warum du sie hast, aber heißt das, wir haben sie jetzt wieder? Ich habe mal gesehen, wie Pura vom Athen-Institut damit die Laternen am Wegrand angezündet hat. Pura muss wohl in die Jahre gekommen sein. Jetzt wird schon der junge Assistent geschickt, um die blaue Flamme herumtragen zu müssen. Was? Danke, Rodante. So ist es. Ach, die Juliane. Sieht richtig schön aus, die Flamme. Weil die eben nicht so natürlich brennt, sondern so gebündelt. Bisschen wie eine Gasflamme. Das erklärt aber auch, warum die Kinder da oben ein Mädchen gesehen haben. Ein Chica-Mädchen. Es war Pura, die einfach verjüngt wurde. Eine recht einfache Lösung eines komplex gedachten Rätsels. So. Aber eine echt schöne Aufgabe. Ob Pura gleich alt wird? Wird spannend. Oh nee, ne? Okay. Zoom gleich Waffe wegstecken, gut zu wissen. Ah ja, genau. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal diese dreiteilige Videoserie von Nintendo ans Herz legen, in der man sehen kann, wie Breath of the Wild erschaffen oder erstellt wurde. Es ist wirklich extrem interessant. Sie haben zum Beispiel von der ganzen Spielwelt erst eine 2D-Version gebaut. Von oben, wie eben die klassischen Zelda-Teile. Um dann zu testen, wie funktioniert das Ganze. Und dann haben sie erst diese gigantische 3D-Portierung gemacht sozusagen. Und wenn wir über irgendetwas bis jetzt schon was aussagen können, dann wohl die Spielwelt. Und die ist wirklich fabelhaft. Und wir haben noch keine Wüste gesehen, wir haben noch kein richtiges Eisgebiet gesehen, außer auf dem vergessenen Plateau. Also es ist wirklich unglaublich. Schön. Ah, das Hateno-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Schön. Ah, das Gebirge wartet. Schön. Ah, seht mal. Hast du es gelesen? Naja, wir wollen nicht lügen. Wenigstens bist du ehrlich. Trotzdem kannst du doch nicht in der Privatsphäre eines Mädchens herumschnüffeln.
Kleine Sünden bestraft die Göttin sofort. Leitstein aktiviert. Alle Module auf dem Shika-Stein wurden gelöscht. Alle Inhalte des Shika-Steins wurden gelöscht. Schau es dir an, wenn du mir nicht glaubst. Scherz! Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Na egal. Jawohl, ja! Vielen Dank, Link! Guck doch mal da! Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Hihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. Die Basismodule deines Shika-Steins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los! Dann ruf mal ganz laut Ka-Chika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Ka-Chika! Ja, so muss ich das anhören. Alles klärchen. Die Reparatur des Shika-Steins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Okay. Ich bin gespannt. Shika-Stein erkannt. Fotomodul. Hyrule-Handbuch. Album. Fehlende Funktionalitäten bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Fotomodus. Hyrule-Album. Ohohoho. Fotomodul. Erstelle ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Du hast ein Modul erhalten. Wow. Tiere? Reparaturvorgang abgeschlossen. Ne. Wir müssen alles fotografieren, Leute. Und fertig! Na, ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Fotografier mich! Album. Ja, Moment. Ah, hier. Och, nee. Ernsthaft? Selbstporträt. Oh, falsch. X ist da. Ach. Hey, die Lanze. Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Starke Echsenlanze. Schön. Ah, okay, jetzt ist sie blau, weil sie eingespeichert wurde. Speichern. Schön. Jawohl, ja! Und wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Ja, hier, bitteschön. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon. Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft, ehrlich. Das war nicht gespielt. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß, du hast ja dein Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wiederzuerlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien, gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Robelo vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen.
Deine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die Antikmaterialien noch etwas Feines. Dann los! Hey, Pura! Kachika! Möchtest du etwas fragen? Ja, Rubelo? Was ist das denn? Er war mein Assistent. Er sollte immer noch am äußersten Ende von Akala die Wächter erforschen. Ich habe ihn allerdings seit 100 Jahren nicht gesehen. Sonst noch was? Ja, das Angebot. Du hast also Interesse? Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Wenn du mir Shika-Sensor, wenn der Shika-Sensor stärker werden soll, brauchst du 3 antike Schrauben. Für das Bombenmodul brauchst du 3 antike Achsen. Für das Stasis-Modul brauchst du 3 antike Reaktorkerne. Alles klar, dann hör auf, mich so verträumt anzusehen und bring mir antike Materialien. Der andere Forscher. Ja, hier, antike Materialien. Im Austausch gegen antike Materialien kann ich deinen Shika-Stein stärken. Bitteschön. Welches Modul denn? Shika-Sensor. Du möchtest den Shika-Sensor verbessern? Dann hätte ich bitte 3 antike Schrauben. Bitteschön. Also, 3 antike Schrauben und ein süßes Kachika, bitte. Hey, ja, erledigt. Verbesserung des Shika-Sensors beginnt. Jetzt. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Ich hätte fragen sollen, was verbessert wird, oder? Sicherlich die Reichweite. Shika-Stein erkannt. Verbesserung des Shika-Sensors initialisiert. Super.